Im Achtelfinale des Fußball-Landespokals sind große Überraschungen bisher ausgeblieben. Auch Drittligist Hansa Rostock steht nach dem 4:0 beim Landesligisten Penkuna SV Rot-Weiß im Viertelfinale. Vier Spielklassen Unterschied, aber vor allem in der ersten Halbzeit halten die Penkuna in Rot sehr gut dagegen. Für den Landesligisten ist es das Spiel des Jahres. Penkun verteidigt stark, hat auch offensiv immer wieder Aktionen. Hansa braucht bis zur 33. Minute, ehe Sofian Benjamina zur Führung trifft. Das 0:1 zur Pause für Penkun schon ein Riesenerfolg. Mehr als 2500 Zuschauer sehen dann in der zweiten Halbzeit, wie den Gastgebern langsam die Kräfte schwinden und der Favorit aus Rostock das Spiel sicher nach Hause schaukelt. Christopher Quiring, Willi FCF und Tim Wehrünen machen den 4:0-Sieg für Hansa perfekt. Das Viertelfinale wird am Dienstag in Rostock ausgelost.